Rasenquarz, wir kommen. Auf Sargasso sagtest du, du hättest Ratchet den Dimensionator gegeben, damit er die anderen Lombaxe findet. Ich dachte nie, dass ich mal einen treffe. Oder unser Zuhause finde, wenn man es so nennen kann. Glaubst du wirklich, das geht? Nein. Nein? Nein! Genau. Also das Blison scheint Energie aus den Dimensionsspalten gespeichert zu haben. Wow. Noch eine Dimension. Ist das dein Blisa? Nein, aber hier können wir intaktes Phasenquarz finden. Suchen wir die Bergleute. Einheimische Wesen entdeckt. Anriegelung eingeleitet. Anlage abgeriegelt. Oh, das heißt nichts Gutes. Kümmern wir uns zuerst um die giftigen Krabben. Was war das? Seismische Aktivität. Vielleicht aufgrund der bröckelnden Barrieren zwischen den Dimensionen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. In der Anlage. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Wir müssen auf die andere Seite dieses Fensters, um die Abriegelung aufzuheben. Noch so ein Dimensionsding? Ja, die Instabilität nimmt zu. Bestimmt steht hier deshalb alles still. Mich nicht genug bestraft. Du dämliches Universum! Kein Job, kein Phasenquarz, kein Planet. Was willst du noch, hä? Mein Verstand? Gut, von mir aus! Falls es hilft, ich habe entdeckt, dass es noch eine Dimension mit einem intakten Blisar gibt. Noch intakt? Woher willst du? Natürlich! Das Blison! Wenn der Planet noch nicht zerstört wurde. Wer war das? Weißt du, wovon sie geredet hat? Sie muss überlebt haben, was immer hier geschehen ist. Okay, wir brauchen noch ein Blison-Kristall. Das Phasenquarz? Wir sollten mit einem Arbeiter oder Ingenieur in der intakten Dimension sprechen. Hey,
sendet für jeden, der vielleicht zuhört. Das können wir rausfinden, wenn wir das Phasenquarz haben. Bitte Ruhe bewahren und eine Essensausgabe schön anstellen. Vielen Dank und einen schönen Tag. Vielleicht lässt sich die Sperre zurücksetzen. Also nie. Vielleicht irgendeine Idee, wer diese Person in meiner Dimension war? Die Fremde? Auf dem Laser in meiner Dimension bin ich so jemandem nicht bekannt. Er war recht gut versteckt. Aber wir sind noch besser. Danke für die Hilfe, Bolz. Bin ich nicht gewöhnt. Wir müssen das Phasenquarz irgendwie abbauen. Vielleicht mit dem Riesenbohrer. Suchen wir jemanden, der uns hinführen kann. Bergbauzentrale. Vielleicht weiß hier jemand, wie wir zum Bohrer kommen. Die Chefingenieurin müsste hier ihre Messstation haben. Du weißt aber auch wirklich alles, hä? Huh? In der Tat. Zum Beispiel verbringt ein Bergarbeiter 72% seines Lebens unter Tage. Wow, echt jetzt? Nein, aber bevor du anfängst, dich mit mir zu langweilen...
Diese Individuen sind wohl genauso verwirrt wie wir. Erdbeben, Abriegelungen, Interdimensionalspalten, nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns. Was dem Belisar meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Ich glaube, wir sind fast an der Messstation. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner Dimension. Bolts, konzentrier dich. Das tut mir leid. Ihr sucht die Chefingenieurin? Mit diesem Sicherheitsaufzug gelangt ihr dorthin. Danke. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Es ist irgendwie hübsch. Auf tödliche, furchtbare Weise. Da! Das muss die Chefingenieurin sein. Hallo? Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist, sind auch sie. Erst die Beben und das Blison, jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Darum sollen meine Wissenschaftsbots das Lila scannen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Wozu warten? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's! Test, Funktest. Die Bots wären den mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila. Die Häufigkeit und Stärke der Beben nehmen zu. War es zu viel verlangt, Phasenquarz zu finden, ohne uns mit Erdbeben und Lava herumschlagen zu müssen? Thank you.
an, damit sie zurückkommt. Sie hat wohl eine Audiodatei bekommen. Ich bereite sie auf. Weiter vorne ist ein altes Forschungslabor. Wie ich Jim kenne, ist er dort. Jim? Oh, klar. Noch ein Bot. Bin dran. Und untersuchen das Signal, das wir empfangen haben. Willst du schon aufgeben? Ich wäre dir sehr verbunden. Vielleicht redet sie über die Sicherheitsprotokolle. Ich finde Bürokratie erdrückend. Was auch immer das für einen Sinn ergibt. Nicht feindliche Entität. Hallo? Wollen wir beste Freunde sein? Nein. Du solltest zurück zur Chefingenieurin. Freundschaftsanfrage? Abgelehnt. Trauerlaute. Zurück zur Chefingenieurin. Oh. Hör auf zu jammern, Jim. Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Erkannt. Feindliche Entität. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Was weiß ich. Fast jeder, dem ich begegne, arbeitet für Imperator Nefarius. Ah, gutes Argument. Hier haben sich garantiert Spalten geöffnet. Da findet ihr die Bots definitiv. Dieser Plattform da rechts, hinter der kaputten Brücke. Irgendwie muss man doch rankommen. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. So könnten wir dem Bot vielleicht einen Schritt näher kommen. Chefingenieurin mit einer wichtigen Nachricht.
Oh, Sam. Immer auf der Suche nach sich selbst. Danke. Bald können wir die Nachricht entschlüsseln. Das waren alle. Danke. Komm zurück zur Mess... Gefährliche Lebensform entdeckt. Sicherheitsabriegelung der Anlage eingeleitet. Keine Angst, keine Angst. Ich habe das Sicherheitssystem voran. Position unbekannt. Lebensformen unbekannt. Protokoll verzichten. Ein Geschenk von meiner Dimension an Dai. Und jetzt. Oh, Jim. Wir sind erschreckend in der Unterzahl. Ich schätze Widerstand nicht, Lombax. Sicherheitswende deaktiviert. Vielen Dank und noch einen höllisch schönen Tag auf Pisa. Puh, okay. Langer Rückschlag. Das verzögert die Entschlüsselung etwas. Aber ihr könnt den Bora benutzen. Jim bringt euch hin. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Sicher? Freudenlaute. Im Namen der Freundschaft bringe ich dich zu unserem Phasenquarz-Förderbohrer. Oh, das sieht nicht gut aus. Diese Dimensionsanomalie ist identisch mit der auf Sargasso. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Meine Warnung als bester Freund. Die Dimensionsintegrität könnte dem Bohrer geschadet haben. Was bedeutet das? Bester Freund, will ich dich nicht beunruhigen. Darum erläutere ich es jetzt nicht. Stattdessen spontane Musik. Ich genehmige keinen Bohrereinsatz, bevor die Rohrverstopfung beseitigt ist. Wollen wir nachher zum Karaoke? Magst du Karaoke, beste Freundin? Was du nicht magst, mag ich auch nicht. Bereit, noch ein Dimensionschaos zu beheben? Überlass das mir. Hier verlasse ich dich physisch, doch im Geiste niemals. Leb wohl, beste Freundin. Der Kleine wird mir fehlen. Clank, ich habe Ratchet gesehen. Auf Savali. Wirklich? Wie geht es ihm? Gut. Dünner, als ich dachte. Aber insgesamt heldenhaft. Doch ich schweife ab. Deine Möglichkeiten warten darauf, dass du sie zum Meta-Terminal leitest. Meine Möglichkeiten können bei so viel Wind nicht dadurch. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu beschweren? Ah, das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert jedes Objekt, das sie berührt. Was offensichtlich klingt, wenn man es laut ausspricht. Und was steht denn jetzt in deinem Buch? Die aktuellste Sammlung des Wissens im Universum. Von meinem Vater katalogisiert. Und wer ist das? Ich glaube, du kennst ihn als den Klempner. Er ist dein Vater? Was macht er jetzt? Er macht zum ersten Mal überhaupt Urlaub. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung, selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. Blockiert. Bestimmt kann mir die Säge weiterhelfen.
wie kamst du zu dem Titel Prophet? Ja, der stammt nicht von dir. Die Savali-Mönche nannten mich so, nachdem ich ihnen bei ein paar Archiventschlüsselungen geholfen habe. Was bedeutet das? Oh, nur eine Menge zeigen und Dinge sagen wie: Das ist ein Blark-Telefonbuch. Das ist ein Kirchhoff-Zahn, ein terraklonisches Liebesgedicht. Okay, hat mein Hirn gehackt und meine Erinnerungen gesehen. Das hat also die Jugend von heute? Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Es ist interessant. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegenstücke. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Vielleicht mögen alle anderen Ratchets in ihren Dimensionen auch keine Roboter. Prima, um Dinge zu beschweren. Darstellung meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihnen helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe ich und kann alles reparieren. Alles. Die Säge blockiert den Weg, wenn ich sie nur irgendwie absenken könnte. Oh, schön! Ich hätte nie daran gedacht, die Kugel so zu benutzen. Irgendetwas an Ratchet und Rivet, das gleich ist? Sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern? Nicht immer. Aber es wäre schön, sich nicht so viel sorgen zu müssen. Das macht die Sache ziemlich schwer. Vorankommen nicht, aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Ich mach's ganz schnell. Ah, Clank! Ich weiß, wie ich dir bei deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt.
Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau, was du tust. Und hab immer einen Pömpel dabei. Anomalie wurde behoben. Tolle Arbeit, Jack. Vielen Dank. Nein, dank dir. Und vergiss nicht, du... Kümmern wir uns um die Verstopfung. Ja, ich habe unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest.